Jo, herzlich willkommen in den unendlichen Weiten der Galaxis und wir sind immer noch auf der Flucht vor den Rebellen und ja, wir haben jetzt kurz vor kurzem, sind wir ja vom Händler weg, haben uns ein bisschen auffrischen, unsere Hülle wieder repariert, wir haben ein bisschen Technik gekauft und nun sind wir gesprungen nach einem dichten Asteroidenfeld treibt ein Schiff ohne Biosignal, das ein Notsignal aussendet. Das ist eine Falle. Sollten wir uns das anschauen? Es könnte gefährlich sein. Schiff untersuchen. Gebiet mir. Nein, Schiff untersuchen. Aha. Du stößt auf die Überreste eines Schiffes, die mit Eis oder Kristall überzogen sind. Du schickst einige Crewmitglieder an Bord, doch fast alles dort ist zerstört oder nicht zu identifizieren. Eine der Waffen scheint aber noch funktionstüchtig und es gibt noch eine seltsame Stasi-Kapsel weiter. Ein riesiger Asteroid befindet sich auf Kollisionskurs mit dem Wrack. Du musst deine Crew rausholen. Aber sie will erst noch etwas mitnehmen. Was soll sie einpacken? Die Waffe und sämtliche Schrott einsammeln? Stasi-Kapsel mitnehmen. Dein Crew schleppt die Kapsel von Bord des Wracks, bevor es vom Asteroiden getroffen wird. Mühelos durch die Kristallschicht dringt und es zerstört weiter. Die Kapsel scheint noch zu funktionieren, allerdings kannst du im Inneren nur Kristallsplitter erkennen. Vielleicht weiß jemand, wie man die Kapsel öffnet. Aha, toll, muss ich das immer finden, dass mir das öffnen kann. Super. Ist aber da. Also brauchen wir noch ein Drohnensystem, ja, stimmt. Aber das ist alles in Ordnung. Ladeverstärker kaputt in der Stasi-Kapsel. Ja, funktioniert. Kaum zu funktionieren. Es hat keinen praktischen Nutzen, aber vielleicht kann jemand es reparieren. Aber achso, wir wollten hier nochmal. Kommen wir mal zwei dazu. Dann will ein Triebwerk hier mehr Power zugeben können, ne? Gut. Alles klar, dann fliegen wir weiter. Notfall haben wir beseitigt. Dann können wir hier hinfliegen. Haben wir einen guten Abstand. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Ist der FTL-Antrieb geladen, kannst du blablabla wiederholt schauen. In der Gegend gibt es Hinweise darauf, dass hier vor einiger Zeit eine Schlacht stattgefunden hat. Neben Schiffswrack fällt dir allerdings auch eine intakte Station auf. Dich nähern, um die Station zu untersuchen? In der Nähe, nein. Oh. Du näherst dich vorsichtig, kannst aber keine Gefahren erkennen. Es scheint sich um eine Art Raststation zu handeln, die aber schon längst aufgegeben wurde. Du findest allerdings noch ein paar Vorräte. Ah, 21, das können wir mitnehmen. Das können wir doch mal mitnehmen, das kann ich schauen. So. Gut, gut. Ja, dann springen wir weiter. In diesem Sektor. Soland, Heimatwelt, was ist das? Da steht nichts. Bekannte Welt. Du erreichst den Zoltan-Raum. Entschuldigung. Du hast gehört, dass sie den bevorstehenden Krieg bereits geahnt und ihre Grenzen entsprechend gesichert haben. Okay. Hoffentlich nicht gegen uns. Das wäre doof. Wir brauchen ein Crewmitglied. Wäre gut. Da ist ein Shop. Haben sie wenig Geld. Wir brauchen Treibstoff. Kriegen wir hin. Wir brauchen Treibstoff. Treibstoff kaufen. So, machen wir alles. Ein paar Raketen mitnehmen und sind wir leer, ne? Die Dinger brauchen wir kaum. So, alles klar. Okay, das war's schon. Das war's schon. Jetzt fliegen wir weiter. Und das ist ein Notfall. Melden wir natürlich. So ein Notfall. Du hast ein Flüchtlingsschiff gefunden, das im Weltraum treibt. Es scheint vor dem Vorstoß der Rebellen geflohen zu sein, das kennen wir ja irgendwoher,
Und nun ist der Treibstoff ausgegangen, das kennen wir auch irgendwo her. Das Notsignal ist aktiv, aber du bist dir nicht sicher, ob jemand an Bord ist. Sie rufen. Ah, das Schiff ist erleichtert, vor dir zu hören. Vor dir zu hören? Das heißt, von dir zu hören. Ihm gehen die Vorräte aus. Die Crew will handeln. Ich soll Raketen für das? Ihm bringen Vorräte aus. Und wollen Raketen haben? Nein. Treibstoff ist zwar ganz nett. Wir nehmen Treibstoff mit 3 Raketen. Ah komm, nehmen wir mit. Haben wir gleich etwas Gutes getan. Haben wir uns. Das ist gut. Treibstoff ist auch nicht ganz verkehrt. So. Alles klar, haben wir weiter. Wir können weiterfliegen. Den Notfall haben wir erledigt. Mal gucken, wie wir zum Notaus kommen müssen. Von da aus nicht. Doch, von da aus. Da ist die Schrift noch drüber. Ja, von da aus kommen wir hin. Also fangen wir erstmal dahin und dann dahin. Jo, so machen wir es. Bisher läuft das ganz gut. Vielleicht habe ich auch vorher das Spiel nicht so richtig verstanden. Vielleicht kann ich nächstes Mal doch auf Mittel spielen. Ich werde grüßen, wahnsinnig. Ja. Aber jetzt versuchen wir hier mit durchzukommen. Deine Crew blickt aus dem Fenster und hält nach Feinden Ausschau. Sie zucken bei jedem Knacken und Ächzen des Schiffes zusammen. Die Anspannung ist greifbar. Aber es ist keiner da. Es ist niemand da. Gut, dann fliegen wir direkt weiterfliegen. Da ist schon wieder ein Schock. Wir haben kein Geld. Warum nichts, mit dem wir handeln können. Ein Menschenschiff meldet sich. Meine Freunde, bitte. Es gibt nichts, was ich nicht habe und was ich nicht kriegen kann. Ist es auch nicht wert? Ist das auch nicht wert? Achso. Wie wäre es mit einer Runde durch meinen Laden? Mhm. Ja, aber ich habe kein Geld, Leute. Ich habe kein Geld. Na? Kosten 6. Ich habe nur 4. Ja, kann nichts kaufen. Alles klar. Können auch einen Treibstoff hier kaufen. Das ist nicht so wichtig. Alles klar, wir fliegen weiter. So, was müssen wir da hin? Geht es wieder in einen fiesen Nebel? Das Gute ist, unsere Waffen sind immer geladen. Das ist gut. Diese Nebel ist das Versteck einer verschreckten Felis-Crew, die sich vor der Grenzpolizei der Sultan versteckt. Sie wollen nicht riskieren, dass du verschwindest und ihre Koordinaten kennst. Also öffnen sie das Feuer. Das ist natürlich dumm von denen. Wir gehen in unsere Kampfstation und ja. Das ist ja Waffensystem und der macht das Schild platt. Da. Auf geht's. So. Na, hätte ich vorher überlegen sollen. Ne? Komm nicht mal durch unser Schild da. Ah, die arme Sau. So. Doch, die Rakete kommt durch, ja. Wir brauchen das Waffensystem schneller wieder. Feuer. Ah Mann, der trifft ja. Wieso repariert der andere nicht mit? Unsere Schilder ausgefallen. Warum? Ja, ich gehe mal auf. Lohnt sich das nicht, ne? Weil ich ja viel mehr Verluste habe wegen den ganzen Raketen, die ich verpassen musste. Oh. Das ist zu heiß da drin. Heiß. Ich muss gleich direkt in die Krankenstation gehen. Dann öffnen wir die Türen mal. Lass ich mal löschen. Maschinenraum brennt auch. Feuer hat sich dahin ausgebreitet. Überall Feuer aus? Feuer aus, alles klar. Dann schließen wir alle Türen wieder. Ich steige wieder an Steuer. Ach je, so.
Na, ist ja gut, dann ist nichts beschädigt weiter. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Dann fliegen wir weiter. Finden diese Arschlöcher. So. Dann geht's rein. Tschüss. Dann sind wir weg. Ja, dann brauchen die vor diese, ne? Langstrecken. Signalpunkt. Alles klar. Das Übliche. Dann wir wechseln in den nächsten Bereich. Auch hier, auch so ein Scheiße. Also, dir wurde gesagt, dass irgendwo in diesem Nebel die Heimat der Sneko liegt. Ja, das ist erfreulich. Wer fliegt weiter? Da ist ein Shop, wir haben aber ziemlich Geld. Können wir ein paar Raketen kaufen. Wir gehen mal Raketen kaufen. Ja, trotzdem fliegen wir dahin. Ein riesiger Sneko teleportiert sich aus dem Nichts auf die Brücke. Bevor du das Feuer öffnen kannst, hat er seine Ware auf den Steuerkonsum. Nein, klar. Frech. So. Genau, wir kaufen Raketen auf. Dann kaufen wir noch Treibstoff auf. Wir haben alles gekauft. Dankeschön. Okay. So, ja, schade. Wann das geht's hier? Dann fliegen wir hier wieder zurück. Wir können mal außen rum fliegen, ist ja egal, welchen Weg wir nehmen, ne? Genau, und da so und so. So, hier, ne? Jo, das passt schon. Ja, 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 das machen wir so. Da lang. So. Oh, natürlich. Eindringling an Bord, natürlich. Ein Sneaker-Schiff ruft dich. Wir haben seltsame Strahlung in ihrer Medizineinheit gemessen. Vielleicht sollten sie das prüfen. Am Ende der Übertragung schaltet sich dein System aus und ihre Kuhteile produziert sich eine Station an Bord. Die sind nicht wie Techniker aus. Okay. Wir werden hier nach vorne evakuieren. Nee, das war nicht geplant. Du sagst, ach, der ist irritiert. Also. Und... Und öffne natürlich auch so Feuer, natürlich. Ich kann nichts sehen. Brauchst du euch nicht schießen? Ich kann nichts auf nichts schießen. Ah, jetzt, pass auf. Jetzt können wir angreifen. Jetzt können wir schnappen, muss deren System. Das ist hier für Schilde zuständig. Und das hier zerstört erstmal das Transportsystem. Wo ist das Transportsystem? Sie kein Transportsystem. Die haben sie jetzt rübergebeamt. Ist das das Transportsystem? Zwei Systeme, die ich merkwürdig finde hier. Aber ich schalte ihre Waffen aus. Was ist los? Ach ja, da ist keiner mehr in den Schildraum repariert. Scheiße. Wir waren sich gegenseitig. Da ist kein Sauerstoff mehr drin. Zerstört. Schade, schade, Leute. Ja. Das, der war zu mächtig, der Gegner. Das ist kacke mit diesem scheiß Rüberbeam. Das ist echt kacke, das nervt. Alles klar, das war's. Dann jo, schauen wir mal, ob wir es dann nochmal versuchen. Jo, habt euch wohl und Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Däumchen nach oben, abonniert mich und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, was war denn das noch? Die Glocke. Genau, die Glocke. Bling, bling. Alles klar. Bis dann. Ciao, euer Jockel.